Hey, what's up, guys? Es geht wieder weiter hier bei Prince of Persia Warriors in. Und ja, wir speichern jetzt ab. Trotz aller Prophezeiungen meines Scheiterns habe ich die Herrscherin besiegt und die Erschaffung des Sandes der Zeit verhindert. Der Dahaka ist bezwungen und mit ihm das Schicksal selbst. Es wird Zeit, diesen Felsen hinter mir zu lassen. Nein, nein, nein! Okay, jetzt haben wir ein Problem. So, gehen wir mal hier lang. Und zwar im Eiltempo. Sterben. Der Sand wurde nie erschaffen. Es kann kein Dahaka geben. Und doch verfolgt er mich. Was war mein Fehler? Ich war mein eigener Totengräber. So endet es also. Was im Buch der Zeit steht, kann nicht geändert werden. Nun gut, dann komm her. In meinem Bestreben, den Sand der Zeit zu vernichten, war ich es, der ihn erschaffen hat. Wer diese Zeilen liest, soll vom Mut und Ruhm der Männer erfahren, die für den Maharaja kämpften und fielen. Wir suchten die Macht und die Stärke des Sandes. Unzählige fanden den Tod. Auch ich war darunter. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, in der Zeit zurückzureisen und mein Schicksal zu ändern. Diese Inschrift verkündet das Unmögliche. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, mein Schicksal zu ändern. Es gibt also noch Hoffnung. Du hattest deine Chance, mich zu kriegen. Eine weitere bekommst du nicht. So sieht's aus. Es gibt noch Hoffnung, dass wir doch hier noch heil rauskommen. Vorher. Und wir sehen, wir haben jetzt eine abgebrochene Klinge vom Löwenschwert. Und wir müssen jetzt hier mehrere Verfolgungsjagden mit dem Dahaka machen, damit wir überhaupt hier weiterkommen. Deswegen finde ich das so geil. Okay, ich verkackt. Weil ich die Kamera scheiße gedreht hatte. Wiederholen.
Der erste Bildschirm tot. Wie ist das? Ja, komm. Okay. Jetzt aber. Hier lang. Nee, du kriegst mich nicht. Wie erwähnt, mehrere Verfolgungsjagden schaffen, damit wir an die Hebel kommen, um diese Ebene, die sich da eben erhöht hat, nutzen zu können, um da weiter hinzukommen. Da nämlich. Hier war aber, habe ich jetzt diese, das Artwork bekommen oder nicht? Nee. Hat er sich nicht gespeichert? Mal hier lang. So, was haben wir hier? Ah, der Sprung, der ist ein bisschen scheiße. Gehen wir mal hier lang. Es ist nicht mehr weit, bis wir ihn haben, bis wir den Hebel hier haben. Verfolgungsjagd und wir haben ihn. Oder wir kommen da hoch. Wo war denn jetzt hier wieder diese Treppe? Da war sie. Weil wer es bemerkt hat, da gab es zwei Wege. Der letzte. Okay, da kommen wir jetzt auch wieder hoch. Klettern.
Tja, hast es nicht geschafft, deine Chance nicht genutzt. Deshalb gehen wir hier weiter. So, das einzige Problem, was wir jetzt nur noch haben, zumindest von unserem derzeitigen Status her, ist, dass wir eine abgebrochene Hauptwaffe haben. So, wir gehen aber erstmal hier weiter. Er darf nicht durchkommen! Darf er das also nicht? Okay, weiter geht's. So, von dir nehmen wir mal die Waffe, Kollege. Wird zwar jetzt ein bisschen dauern, aber dadurch nehmen wir keinen Schaden. Dieser Schwächling glaubt wohl, er könne uns... Sehr schön. Der Sack wenigstens mal. Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erreicht. Echt mal. Kehrt zurück, von wo ihr gekommen seid. Okay, gut. Jetzt wieder ein Schwert und gehen hier weiter hoch. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Da wir jetzt so langsam aus den Katakomben entfliehen. Ein Schwert? Wie soll ich es nur erreichen? Ja, das ist die Frage, Prinz. Aber dieser Frage stellen wir uns erst das nächste Mal, denn dieser Speicherpunkt, der passt mir sehr gut, um hier mal einen Cut zu machen. Also, bis dann und ciao.